Guten Morgen, meine Lieben, guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Ich bin heute sehr früh, weil ich einige Sachen zu erledigen habe. Aber es freut mich einfach, dass ich hier sein kann, dass ich erinnern kann, gemeinsam mit dir. Und ich will heute eine Idee erinnern in meinem Geist, die ganz stark heute in meinen Geist gekommen ist. Die Idee, es gibt keine Zufälle im Universum. Es gibt hier keine Zufälle. Wir sind immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Um uns zu erinnern, um eine Lektion zu lernen, von der Gott möchte, dass ich sie lerne. Wie so schön die Lektion 193 des Kurses sagt, alle Dinge sind Lektionen, von denen Gott möchte, dass ich sie lerne. Was ist für mich die Lektion? Nicht, dass es keine Zufälle gibt. Und weil es keine Zufälle gibt, kann ich so dankbar sein. Für alles, was ich so erlebe, für alles, was in meinen Geist kommt, für jede Begegnung. Auch wenn sie vielleicht nicht so angenehm ausschaut. Auch wenn ich was zu erledigen habe, das ich vielleicht nicht so gerne tue. Und doch sind mir alle diese Situationen, gibt es ein perfektes Drehbuch vom Heiligen Geist mir gesandt worden, um mich zu erinnern. Was heißt für mich erinnern? Für mich erinnern heißt in meiner persönlichen Erfahrung, anstatt mit der Situation zu kämpfen, anstatt die Situation auf meine eigene Art beurteilen zu wollen oder zu verurteilen oder mich gegen die Situation zu wehren, ist sie vollkommen anzunehmen. Mich vollkommen hinzugeben, jede Situation heute, den ganzen Tag, bietet mir die Möglichkeit, stell dir das einmal vor, mich vollkommen hinzugeben. Mich vollkommen zu erinnern in der Situation, dass alles mir zu meinem Besten dient, dass das alles hier ist in meinem Geist, dass das alle meine Ideen sind, die mich nach Hause führen können, wenn ich Ja zu ihnen sage. Ja, ich nehme es an, ich gebe mich hin, ich bin dankbar, dass es mir so gegeben wird. Das ist doch eine vollkommene andere Sichtweise, ist eine vollkommene andere Geisteshaltung, eine vollkommen andere Mentalität, dass ich nicht mehr kämpfen muss. Ich brauche nicht kämpfen, der Kampf ist vorbei. Ich kann sehen, dass genau diese Situation, die sich jetzt verändert, mir dient, um mich zu erinnern, dass alles ganz einen anderen Zweck hat, als ich vorher geglaubt habe. Es hat alles ganz einen anderen Zweck. Ich erkenne jetzt diesen göttlichen Erlösungsplan in allem. Dass es keine Zufälle gibt. Dass das alles genau mir gegeben wird im Hinblick auf mein auf meine Ebene des Lernens, könnte man sagen, und des Lehrens. Das ist wunderschön. Ich bin so dankbar. Bei mir hat es jetzt, gibt es einige Situationen, einige Sachen, die sich scheinbar verändern. Und der erste Gedanke ist immer, nein, nein, es war ja doch so angenehm, es ist ja alles so gut gelaufen. Und jetzt verändert es sich. Und da kommt dann das Geistestraining und da kommt dann die Führung des Heiligen Geistes. Er sagt, na warte einen Moment. Das, was jetzt passiert, passiert zu deinem Besten. Diese Veränderung ist notwendig, um dass du in deinem Geist erkennst und dir lernen kann, dass dich hier nichts bedrohen kann, sondern dass alles ein göttlicher Segen ist. Dass ich alles ein göttlicher Segen ist und ich jede Situation durch diesen
göttlichen Segen sehen kann. Verstehst du mich, Bruder? Ich hoffe, du kannst mir folgen. Es ist eine ganz persönliche Erfahrung von mir. Mir ist ganz klar geworden. Ich kann mit jeder Situation hadern, ich kann sie ablehnen, ich kann Widerstand und Aufruhr in mir verspüren. Und das ist für einen Moment okay, aber ich kann aus dem zurücktreten. Ich spüre oft Widerstand und sage, ah, das war so angenehm und jetzt muss ich was tun und jetzt werde ich aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen in der Situation. Und da können wir dann hinsehen und sehen, okay, nein, die Situation dient mir dazu, was zu lernen, eine Lektion Gottes zu lernen. Und die Lektion ist immer, ich kann es annehmen, ich kann mich hingeben. Das ist, was Vergebung ist. Ich kann mit dieser Situation komplett in den Frieden kommen oder im Frieden sein, könnte man sagen. Es ist kein Grund, hier in Aufruhr zu gehen. Es ist kein Grund hier. Das passiert nur für einen Moment, aber dann sehe ich, nein, es ist eine Wahl. Ich will im Frieden gehen mit dieser Situation. Ich will sie als göttliches Geschenk sehen. Ich will dankbar sein dafür, weil sie mir eine Erfahrung anbietet. Jede Situation bietet mir eine Erfahrung meines Zuhauses an. Ich gehe nach Hause mit jeder Situation. Was heißt mir, nach Hause zu gehen? Ich kann meine Wahrnehmung darüber verändern. Genau die Situation, die ich vielleicht immer gefürchtet habe, weil sie mich geglaubt habe, sie würde mich bedrohen und mich im Konflikt bringen. Genau dieselbe Situation dient mir jetzt dazu, zu lernen, dass es keine Bedrohung gibt, dass alles vollkommen okay ist und dass diese Situation mir da völligen Frieden anbietet, eine völlig neue Perspektive. Jesus würde sagen, jede Situation bietet mir die Wahl an, Christi Schau anzuwenden, durch die Augen des Heiligen Geistes auf die Situation zu schauen und dankbar zu sein, dass mir immer der Himmel angeboten wird. Es schaut nicht so aus. Es schaut so aus, als würde mir die Hölle angeboten, als würde mir Bedrohung angeboten, als würde es Angst in mir auslösen. Und dann kommt einfach dieses Wunder und zeigt mir, nein, 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 es wird mir der Himmel angeboten. Es wird mir ein Erinnern angeboten. Es wird mir was viel Größeres angeboten, als ich es, wie ich es auf dem ersten Blick wahrnehmen konnte. Es wird mir wirklich eine göttliche Sichtweise angeboten, eine Schau. Ich kann so viel lernen, ich habe so viel gelernt, kann mich immer erinnern. Anstatt die Situation, die ist ungeduldig, ich will sie lösen, kann ich anders darauf schauen und göttliche Gelassenheit erfahren und lernen. Das habe ich so oft erfahren jetzt in letzter Zeit. Ich bin ungeduldig. Ich möchte sie lösen oder ich möchte sie wegdrängen. Und dann kommt so einfach ein Moment, wo ich stehen bleibe und um Hilfe bitte den Heiligen Geist. Und dann switcht das in meinem Geist. Und dann sehe ich, na, diese Situation dient mir genau, göttliches Vertrauen aufzubauen, göttliche Gelassenheit, in diese Geduld zu gehen. Es ist schon alles gut, es wird alles vollkommen gut. Dieses alles hat einen glücklichen Ausgang, würde Jesus sagen. Jetzt hier und jetzt schon einen glücklichen Ausgang. Es scheint so, als würde es Zeit in Anspruch nehmen. Aber letztendlich geht es um einen wirklichen Geisteswandel, wenn ich um Hilfe bitte. Und ich erkenne im Moment, nein, die Situation ist dazu da, um mir zu zeigen, dass Gott in allem ist. Wow, welches Geschenk, welche Dankbarkeit. Gott ist im Allen. Gott zeigt sich genau in dieser Situation, die ich ja für so ungöttlich gehalten habe, könnte man sagen. Für so konflikthaft oder konfliktreich. Für so bedrohend. Für so schwierig. Wie oft habe ich gedacht, diese Situation wäre so schwierig. Kennst du das?
Und dann zeigt es sich, wenn ich wirklich stehen bleibe, den Heiligen Geist um Hilfe bete, dass ich zeige, das ist überhaupt nicht schwierig. Es geht ganz leicht. Es zeigt sich göttliche Leichtigkeit in derselben Situation. Wow, welche Freude, das teilen zu können. Ich spüre meine Emotionen, ich spüre die Freude, die ich das spüren darf, dass ich das mit dir teilen darf. Und ich bin so dankbar und ich hoffe, dass du es annehmen kannst und dass du siehst, okay, wir sind alle füreinander da, wir sind hier, um uns gegenseitig zu motivieren und aufzumachen, anstatt zuzumachen. Eine der Eigenschaften der Lehre Gottes ist geistige Offenheit. Anstatt zuzumachen, versuchen die Situation wegzuleugnen oder sie abzuwürgen, aufzumachen, sie anzunehmen, zu sehen, es gibt keinen Zufall. Diese Situation ist nur dazu da, um mir die Möglichkeit zu geben, meinen Geist aufzumachen und zu erinnern. Und so bin ich einfach wahnsinnig dankbar. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass ich, bumm, wie durch ein Wunder ist. Und es ist ein Wunder, eine völlig andere Perspektive und Sichtweise von jeder Situation erlangen kann. Und das ist, was ich heute mit dir teilen möchte. Und dann wird es ein freudiger Tag. Und ich weiß, der heutige Tag wird freudig für mich. Es wird ein Tag des Erinnerns, ein Tag der geistigen Offenheit, der Geduld. Und das ist, was ich heute mit dir teilen möchte, mein lieber Bruder. Und ich bin so dankbar, dass du hier bist. Und wir sind nicht allein. Ich bin immer für dich hier. Das will ich dir einfach sagen. Du kannst mich auch so kontaktieren. Ich bin immer für dich hier, weil dein Erwachen ist mein Erwachen. Da gibt es kein getrenntes Erwachen. Dein Erwachen ist mein Erwachen. Danke, danke, danke. Ich bedanke mich, wünsche dir einen wunderschönen Tag, umarme dich und erinnere dich, du bist nie allein in keiner Situation. Alles ist göttlich gelenkt und alles dient unserem Besten. Danke, mein lieber Bruder, für dein Licht, für deine Liebe und für deine geistige Offenheit. Danke.